Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man es schafft, seine Oberarmmuskeln, also sprich diesen Teil hier, ein bisschen größer aussehen zu lassen, damit nicht man besser prahlen kann, sondern falls mal jemand wieder prahlt, damit man sehen kann, was er falsch oder richtig macht. Es gibt einmal, kann man seinen Oberarm anspannen, dann sieht er so aus, das ist ein relativ langer Muskel, oder man kann ihn anspannen, dann sieht er so aus, das ist ein relativ kurzer Muskel, oder beziehungsweise er ist relativ kurz zusammengezogen und damit sieht er dann optisch ein bisschen größer aus und an der Stelle hier kommt dann ein bisschen größerer Schatten. Dass ich die Hand hier in dieser Position habe, dann ist es ein sehr langer Muskel, wie man sieht. Und wenn ich die Hand aber so drehe, wie jetzt normalerweise Leute ja so anspannen, dann wird der ein bisschen so, also ein bisschen kürzer. Und wenn ich jetzt die Hand aber noch weiter reindrehe, umso weiter ich die Hand reindrehe, desto weiter verkürzt sich der Muskel. Wenn ich die Hand aufdrehe, wird der Muskel lang. Wenn ich die Hand zudrehe, wird der Muskel immer kürzer. Theoretisch, wenn ich die Hand jetzt noch weiter rumdrehen könnte, dann wird es wahrscheinlich doch kürzer werden, aber weiß nicht, dann bricht ja irgendwas durch. So, das war's schon.